So, moin, das ist jetzt der dritte Teil und wir sind zum Glück kurz vor dem Ende, weil so langsam habe ich schon nicht die Nase voll, das macht schon Bock, wenn man so einen Rig umbaut, aber man möchte irgendwann mal fertig werden, weil man einige Sachen einfach nicht machen kann, während man das Rig umbaut, zum Beispiel Videos aufnehmen, streamen, das geht sehr, sehr schlecht während der großen Baustelle. Deshalb freue ich mich, wenn wir jetzt kurz vor Schluss gleich, also sehr bald fertig sind. Und ich wollte euch mal jetzt den Stand zeigen. Und momentan, also hier sieht es gerade so aus, als wäre hier eine Bombe eingeschlagen. Und man kann auch diesen Raum die ganze Zeit gar nicht nutzen. Die Frau schimpft schon, zu Recht. So sieht es gerade hier aus. Also eine Riesenbaustelle. Ja, überall Kartons. Dann haben wir noch einige Platten, die noch über sind. Ja. Also viel werde ich davon nicht mehr brauchen, zum Glück. Also das Größte ist schon fertig. Ich habe ungefähr einige, also ich habe ein paar Quadratmeter Carbonfolie foliert. Man könnte meinen, wenn man das Rig sieht, dass es einige Hektar sind, die ich da foliert habe. Aber gut, Carbon sieht einfach toll aus und jetzt will ich euch aber das Rig zeigen und deshalb schwenken wir es um. So, ja, die kommen auch noch dran. Das ist das Buch von meiner Frau, nicht von mir. Die kommen auch noch dran, weil ich ja mehr Stromabnehmer habe und deshalb aufrüsten muss. Ja, das habt ihr ja gerade gesehen. Und dann gehen wir mal rüber. So, ich habe jetzt mal umgeschwenkt auf die Weitwinkelkamera, weil das gerade nicht so gut aussah. So, das Ding ist fast komplett geschlossen. Wir gehen einmal außen rum. Jetzt muss ich aber hier durch. Das wird alles noch hier vernünftig verrückt. Boah. So. Also, alles noch hier, das wird alles noch gemacht. Zwar betreibe ich kein Kabelmanagement, weil es bei mir einfach keinen Sinn macht. Ja, das wird alles noch gemacht. Auf jeden Fall, was ihr jetzt sehen könnt, überall sind jetzt kleine Paneele, um halt die Sicht nach außen hin zu versperren, sodass auch kein Licht reinkommt. Das kennen wir ja noch. Das habe ich weiterhin benutzt. Dann ist das hier komplett zu. Das ist ein Ventilator, der früher mich mit Frischluft versorgt hat. Der saugt die Luft jetzt raus. Den habe ich einfach umgedreht. Er saugt die warme Luft raus. Den benutze ich aber noch nicht, weil ich möchte erstmal gucken, ob ich den überhaupt brauche oder nicht. Wenn ja, kann ich ihn noch anmachen und dann wird die Luft auch noch rausgesaugt. Ja. Das war's erstmal von der Seite hier. Ich will mal kurz reinleuchten. Ja, aber ich will jetzt nicht zu viel zeigen. So, wir gehen mal wieder rüber. Boah, ist eng. So, dann haben wir die Erweiterung vom Dach, weil wir haben ja das ganze Dach ja rausgezogen. Das wurde auch zugemacht. Die ganze Rückwand, die ist jetzt montiert und foliert. Außen mit schwarz-matter Folie. Das kann man jetzt hier sehen, das lässt sich leider nicht verhindern, weil es eine MDF-Platte ist. Die ist halt von der Oberfläche her recht grob und beim Sägen hast du dann auch hier hast du sehr grobe Kanten. Und das ist halt eben sehr, sehr schwer, das irgendwie wegzubekommen. Deshalb sieht es so aus, wie es aussieht. Für mich ist es vollkommen okay. Ja. Dann haben wir hier die Paneele, die Sichtschutzpaneele. Hier auch, außen schwarz matt foliert. Hier auch noch eine. Und dann ist eine komplette Tür. Das wurde auch noch zugemacht. Ich mache jetzt mal die Tür auf. Geht wirklich leicht. Also mit einem Finger kann man die Tür öffnen. Schwingt auch noch leicht nach. Und so sieht es momentan aus. Hier ist eine ganze Kammer drin. Eine sehr große Ablagefläche. Auch halt, dass eben kein Licht von außen reinkommt. Jetzt nicht luftdicht abgeschlossen hier, aber schon. Also eine Sauerstoffflasche braucht man noch nicht. Ja, so, und das geht wirklich easy. Ein Problem habe ich aber festgestellt, durch diese Auswuchtung hier, durch den Ausleger, ist halt ein sehr großer Hebel jetzt entstanden. Also das ganze Gewicht jetzt hiervon lässt die Tür nach links verwinden. Ja, das kippt alles so leicht nach links und deshalb werde ich hier unten
noch eine Querstrebe nutzen. Und zwar von dieser Fläche schräg nach hier oben, damit das abgestützt wird, ja, mit so einer leichten Spannung. Wenn das nicht hilft, dann kommt ein Profil hier, ein einzelnes Profil nach unten und mit einer Rolle. Und dann wird, wenn man die Tür bewegt, auch die Rolle einfach mitlaufen, um das Ganze abzustützen. Ja, man kann sehen, dass da schon Gewicht dran hängt. Okay, man kann es nicht sehen hier auf der Kamera. Egal, wir machen jetzt weiter. Das soll ja nur ein kurzes Update werden, noch keine Rig-Tour. Die kommt ja erst, wenn das Ding komplett fertig ist. Jetzt steigen wir mal rein. Das ist das gute Stück. Habe ich erstmal in Blau beleuchtet. Ich mache jetzt erstmal die... Achso, genau. Was ich nur zeigen wollte, ist... Also das habe ich ja mit meinen kompliziertesten mathematischen Formeln berechnet. Ihr zieht euch mal das rein. Boah, alter Schwede, da passt ein Fingernagel zwischen. Nicht mal. Also, Marcel, hast du schon ziemlich gut gemacht. So, mal kurz Licht aus. So, wir gehen jetzt mal rein in die gute Stube. Aua. So. Ich mache die Tür zu. Da fehlt noch ein Griff. Das kommt alles noch. Also hier sieht man auch, die ganze Tür wurde verkleidet. Und ich weiß jetzt nicht, ob man es da wirklich sehen kann. Komplett Carbonfolie. Ich mache kurz das Licht in Weiß. Boah. So. Dann ist jetzt alles komplett Carbonfolie. Carbonfolie. Carbonfolie, Carbonfolie, innen auch alles in Carbonfolie. Ja, dann habe ich hier wie gesagt diese große Ablage. Das passt alles hier drunter. Den Chat, den kann ich noch sehen. Dann ist das Cockpit. Und jetzt kommt so mein Schmankerl. Mal wieder auf Blau. So, jetzt schaut euch mal. Also wir sitzen jetzt gerade in einem Prototypen in Automobilista 2 im Porsche 963. Ja, und jetzt der Schmankerl ist diese Kopfstütze, die ich nachgebaut habe. Hier ist der Sitz. Ich mache mal wieder weißes Licht. So, da können jetzt auch meine Kopfhörer dranhängen. So, das haben ja die Prototypenfahrzeuge. So eine erweiterte Kopfstütze. So, jetzt folgendes. Ich möchte das aber nicht so hier fix dran lassen. Ich werde es mit Scharnieren klappbar machen. Das ungefähr ab hier kommen hier Scharniere dran, sodass ich das Ganze einfach, wenn ich möchte, nach außen klappen kann, wenn ich es nicht brauche. Und wenn ich es wieder zuklappe, dann soll es auch mit Magneten hier dann fixiert werden. Oder eben halt mit einem Scharnier, mit einem Klemmhebel. Das geht natürlich auch. Ja, hier drunter habe ich jetzt etwas mehr. Da kommt aber noch der Feuerlöscher, der funktioniert. Ja, aber hier ist halt ein Fake-Schlauch dran. Dann habe ich noch hier den Verstärker für die Shaker. Die Steuerungsbox für den Wind Simulation. Hier, für den Wind Simulator. Für eins und... Aua. Und zwei, also ist ein bisschen enger hier, ja, aber genau das wollte ich haben. Ja, hier ist auch noch eine kleine Ablage und was super gut passt von der Ergonomie her, was man erstmal so gar nicht annimmt, ich kann hier meine Hand reinstecken und hier ist die Maus und kann sehr gut angenehm einfach dann mit der Maus hier steuern. Da ist die Maus, das geht da rein, funktioniert wunderbar. Man muss halt nur ein bisschen langsamer mit der Hand raus und rein. So, dann lege ich mal die Kopfhörer wieder hin. Ja, und das ist halt so die Kopfstütze. Das sind einfach nur zwei Profile. 2x40x40. Würde auch halt mit einem 40x80 gehen. Habe ich jetzt aber gerade nicht parat gehabt. Ich muss mit dem arbeiten, was ich hatte. Auch hier mit dieser Protex Hartschaumplatte gearbeitet. Gesägt und verschraubt. Und auch natürlich mit Carbonfolie foliert. Jetzt meint man doch, aber warum schränkst du dir die Sicht da selber so ein? Erstens, ich finde es geil. Zweitens, ich wollte einen Prototypen nachbauen, deshalb gehört das einfach mit dazu, aus meiner Sicht. Und
das, was viele dann verwundert ist, es schränkt gar nicht die Sicht ein. Also das ist jetzt ungefähr jetzt auf Augenhöhe, die Kamera. Und wenn wir jetzt mal nach rechts schwenken, dann sehe ich alles. Ich sehe den Spiegel, ich sehe das Fenster. Ja. Was ich nur nicht sehe, ist das da. Also das brauche ich sowieso nicht sehen. Deshalb schränkt es meine Sicht so gut wie gar nicht ein. Und das ist auf Höhe wie bei den richtigen Prototypen. Jetzt nicht zu hoch oder zu niedrig. Ich sehe auch noch das zweite Dashboard, sehe ich auch noch. Ich kann auch noch meine Buttonbox bedienen. Die Beschriftung des oberen Encoders sehe ich jetzt nicht. Das ist ungefähr verdeckt. Könnt ihr vor. Ja. Also von meiner Sicht her ist das jetzt verdeckt. Ich weiß aber, welcher Regler das ist. Von daher ist das für mich vollkommen in Ordnung. Dann habe ich noch hier eine Erweiterung für mich anfertigen lassen. Für die Wheelbase. Dass nur die Wheelbase, sonst nichts, dass die um 35 mm näher zu mir kommt. Also ich kann das bis zu 35 mm verstellen. Hier sind ja Langlöcher. Weil ich nur die Wheelbase näher an mich haben wollte. Dass das andere da bleibt, wo es ist. Ja, so ist gerade der Stand. Also hier ist alles mittlerweile zu. Auch die Rückwand, hier ist die Kamera. Da ist der Ventilator, der die warme Luft aussaugt oder raussaugt. Ja, das ist gerade der Blick. Und ich denke, das geht voll klar. Mir gefällt es sehr. Ich mag es halt wirklich eng und dunkel und gemütlich, so wie es halt in einem Prototypen ist. Und ich bin auch sehr froh darüber, dass die Tür so gut funktioniert. Die geht wirklich sehr leicht auf. Man kann es sehen, die schwingt auch noch so leicht nach. Also das läuft hier wirklich butterweich. Und das nur an zwei Gelenken. Ne? Einmal da und einmal da oben. Ja, wie gesagt, da fehlt noch die eine Querstrebe. Dann ist da auch ein bisschen mehr Stabilität drin. Ja, das ist der Stand, den ich euch unbedingt zeigen wollte. Hier gibt es jetzt noch sehr viel Detailarbeit. Hier werde ich vielleicht noch eventuell noch Schaumstoff drauf machen. Dann würde man die Carbonfolie jetzt nicht mehr sehen. Ich muss mal gucken. Vielleicht kommt noch eine Strebe noch hier oben drauf. Bis hierhin. Ne? So wie auch da zu sehen. Ne, jetzt in-game. Eventuell mache ich das noch. Dann wird es wie gesagt noch klappbar gemacht. Dann kommen noch hier noch viel mehr Fake-Kabel und so weiter. Fake-Schläuche. Das wird noch kommen. Diese Lücke hier, die man noch da sehen kann, wird noch verschlossen. Ja, das war's von mir. Beleuchtung, die kennt ihr ja schon. Das ist nochmal alles in Blau, in Rot. Also ich finde es schon ziemlich sexy, muss ich sagen. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Und dann würde ich sagen, dass wir uns dann... Ich weiß nicht, ob noch ein Update-Video kommt. Wahrscheinlich wird es das letzte Vlog-Video werden. Bevor dann die richtige Rig-Tour kommt, dann würde ich euch mein ganzes Rig zeigen. Weil viel mehr große Updates wird es nicht mehr geben. So, ich drehe mal die Kamera um. Ich schwenke mal um. So, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und deshalb freue ich mich auf das nächste Video, auf den nächsten Stream. Jetzt kann ich auch wieder hier loslegen. Jetzt geht's ja. Jetzt funktioniert alles, hat alles seine Funktion. Ich kann wieder fahren, ich kann wieder aufnehmen, ich kann wieder streamen. Und dann werdet ihr wieder mehr von mir sehen. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr das alles supporten wollt. Und wenn nicht schon geschehen, ein Abo da lassen. Dankeschön, macht's gut, Leute. Ciao, ciao.